Hallo. Moment. Das ist dann für mich ein bisschen zu laut, ne? Alter, man hört schon schlecht. Guten Abend. Grüß euch. Na, was geht? Wahrscheinlich eine Menge, ne? Bei mir ist auch eine Menge gegangen, nämlich 3 Tage ist hier der Twitch-Kanal mal ruhig geblieben. Was für eine Erstaunlichkeit, ne? Das erste Mal seit Mai, dass ich hier mal nicht durchgestreamt habe, also in dem Rhythmus, den ihr natürlich schon kennt. Und ja, grüße euch ganz herzlich zu dieser neuesten Ausgabe unseres Gaming oder des Gaming-Streams hier live auf Twitch. Und ja, es geht mir heute mal wieder in die Sinnoh-Region. Ich habe mal wieder Spaß bekommen. Eigentlich ist es immer so, ne? Ihr wisst, das sind jetzt noch 3 Ausgaben. Das heißt, ich stehe jetzt heftigst unter Druck, weil es am Samstag jetzt nicht geklappt hat. Ne? Heißt es jetzt, dass ich heute liefern muss. Und deswegen, wie es der Titel auch sagt, muss man den Titel für YouTube merken. Ich muss mir den Titel für YouTube merken. Ne? Deswegen, merkt ihn bitte für mich. Was habe ich jetzt geschrieben? Kommt jetzt der letzte Orden. Ja, der wird heute kommen, definitiv. Ich glaube aber, dafür ist mein Lucario zu schwach. Ne? Also kann ich nichts machen. Ja, ich hoffe, ihr habt eure 3 Tage ohne mich sehr gut überstanden. Ich weiß, dass ich solche Fragen erstmal bei Games stelle oder bei anderen Formaten und nicht bei Update, weil es halt einfach damit zusammenhängt, dass Update halt eigentlich nicht so geradewegs dafür gemacht ist. Außer es würde nur der DerchoTV Live geben. Ne? Aber ist halt nicht so. Nein. Ich finde schön, dass ihr da seid. Ne, heute schön im gemütlichen, kuscheligen Pulli. Ich merke auch, wie warm es mir geworden ist. Und deswegen hoffe ich mal, dass wir die nächsten gut 1,5, 2 Stunden, die ich mir heute vorgenommen habe, auch gut hier überstehen werde. Ja, ich bin eigentlich den ganzen Tag schon müde. Gestern nämlich ziemlich übertrieben spät ins Bett gegangen. Das kenne ich von mir normalerweise nicht. Und deswegen fasse ich heute, ja, mir so gedacht, heute gehst du früher ins Bett. Früher, ja. Früher. Um 12 Uhr. Ja. Im Übrigen, im Hintergrund spielt mein Sklavenpianist. Nein, ist eine Pokémon-Playlist. Passt ja auch irgendwie. Ja, steht mal wieder Pokémon an. Ich habe es ja schon gesagt, am Samstag hat es ja im 12-Stunden-Stream nicht geklappt. Ich hätte einfach spielen sollen, ne? Aber das Problem war halt gewesen, was hätte der Marvin neben mir gemacht? Wäre dann jetzt schon eingepennt, bevor überhaupt der 12-Stunden-Stream richtig losgegangen wäre. Im Übrigen nochmal vielen, vielen Dank an die, die zugeschaut haben. An Nayfall, der reingeradet hat mit 140 Zuschauern. Und auch an die Follows oder an den einen Follow, der hinterlassen wurde. Sind ja eigentlich 2 sogar gewesen. Und an den Subs, die rausgegangen sind, das möchte ich auch noch mal kurz sagen. Dankeschön dafür. Wird natürlich jetzt, sagen wir mal, bis Weihnachten jetzt erstmal noch mal schön Gas gegeben und danach wird man weitersehen. Ich habe ja gesagt, das ist ja der vorerst letzte 12, also Marathon-Stream gewesen. Marathon-Streams bezeichne ich nämlich, die länger als 4 Stunden gehen. Länger als 5, 6, 7 Stunden. Ne? Für normale Streamer sind 12 Stunden nix. Da machen die halt, keine Ahnung, 24-Stunden-Streams. Die könnt ihr ja auch triggern im Übrigen. Das möchte ich auch noch mal ganz kurz erklären. Ihr sammelt Kanalpunkte, die natürlich ziemlich wichtig sind. Obwohl, wie gesagt, wichtig nicht geradewegs in diesem Sinne. Viele wissen halt, was sie mit der ganzen Geschichte nicht anfangen können. Ihr habt die Möglichkeit, für 125.000 Kanalpunkte einen Kochstream zu triggern. Für 175.000, also für 50.000 Kanalpunkte mehr, könnt ihr dann unter anderem einen 20-Stunden-Stream triggern. Das heißt, ne, 8 Stunden mehr als ne, der vergangene Marathon-Stream oder gleich für 222.222 Punkte, weil es eine schöne Schnapszahl ist. Ich hätte eigentlich auch 242.424 nehmen können. Ne, wegen 24, 24, 24, ne? Verstehen? Ne? Verstanden? Nein, wahrscheinlich nicht, ne? Auch schon Mittwochabend, deswegen, ja. Und für mich hatte so gesehen auch die Streaming-Woche hier bei DerchoTV auch jetzt erst am Mittwoch angefangen.
Es sind nur 3 Streams in dieser Woche, aber eine Menge Videos. Ich weise gerne darauf hin, dass es, wie gesagt, auch einen YouTube-Kanal gibt. Sowohl im Gaming-Bereich als auch im normalen News- und Infotainment-Bereich. Na, sag ich mal Infotainment-Bereich. Morgen der App-Check nach gefühlten 3 Milliarden Jahren wieder hier bei DERCHO.TV. Heute eine Pokémon-Folge mit Heart Gold. Derselben Generation quasi, ne, was die Technik angeht, aber halt ein anderes Spiel. Und am Montag gab es ja eine Folge. Zumindest das hat am Montag, gab es am Montag. Gestern und vorgestern gab es ja nichts. War auch ein bisschen für mich ungewohnt, am Dienstag, als ich von meinem Lehrgang wiedergekommen bin, kein Video zu schneiden. Ne? Muss ich mich wieder dran gewöhnen an 3 Tagen. Werde ich mich ja auch wieder dran gewöhnen, weil nämlich ja jetzt wieder die Normalität hier wieder herrscht nach Halloween. 12-Stunden-Stream, Halloween und dem Allerheiligen-Feiertag. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, in Niedersachsen gewohnt hätte, was ja auch gefühlt nur ein paar Kilometer entfernt ist, dann wäre für mich Montag normaler Montag gewesen. Ne? Also ist es aber nicht. Nun gut, nichtsdestotrotz wollen wir mal langsam losstarten, bevor ihr hier, glaube ich, gleich mit dem Kopf auf die Tastatur knallt und starten mit Pokémon Perl nämlich dementsprechend in die Runde. Schon alles gestartet, das heißt, ich muss nur noch mein Gamepad krallen, was ich hier schon habe. Ich hoffe, der Sound ist nämlich auch schon da. Ja, der ist auch schon da, deswegen hoffe ich mal, dass es in Ordnung ist für euch. Was haben wir beim letzten Mal gemacht? Das war auch wirklich heute vor einer Woche, am 27. Oktober. Wir haben ein paar irgendwelche Dinge haben wir gemacht und jetzt sind wir auf Route 222. Sind geradewegs dabei, Luca zu trainieren. Luca ist mein Lucario. Das Problem ist aber, es ist noch viel zu schwach für den Arenaleiter. Ne, wir haben ja hier schon auf Route 222 und Route 222, jetzt habe ich ja eigentlich, I don't forget it. Ich habe vergessen. Das ist Route 222, Route 223 ist der Teil hier. Dann ist hier die Pokémon-Liga, dann geht es ja hier noch weiter. Und dann gibt es noch hier das Kampfareal und das Überlebensareal. Wo wir demnächst noch hinkommen können, wenn überhaupt. Und ja, das heißt, das müssen wir eigentlich noch trainieren. Und da sind wir eigentlich jetzt an der Stelle stehen geblieben, wo wir auch beim letzten Mal nämlich waren. Ich versuche zumindest bis Level 40, dann machen wir den Orden. Also wenn ich es jetzt noch schaffe, diese 4 Level oder diese nicht mal mehr 4 Level, das sind jetzt gefühlt halt nur noch so 3,5 Level, nicht mal mehr, ne, das zu machen. Dann gibt es heute noch Action, Leute. Glaubt mir, das wird wirklich so sein. Dann gibt es heute noch Action. Dann gibt es heute noch definitiv Action. Ne? Aber erstmal muss Luca auf Level 40. Ich glaube, ich mache mal Schaufler. Alter, das Bougelin ist wirklich schnell. Aber es denkt halt nicht dran. Vielleicht gehe ich mal einmal ins Pokémon Center. Und dann könnte ich dementsprechend. Oh, Whirlpool. Ja, ich muss ja mal gucken, wie ich die Pokémon hier angreife, weil es ist nämlich ziemlich lustig, dass die nämlich alle so stark oder stärker sind als jetzt mein Lucario, ne? Oh, Whirlpool kam jetzt zum Einsatz. Ja, Luca ist in einem Strudel gefangen. Strudel, Noch Menno! Die schönen Waschmaschinen von Whirlpool. Die sind wirklich wirr. So, es muss reichen. Definitiv. Meine Güte. So. 1042, ich sag, das geht schnell. Das wird schnell gehen. Mit den XP, Freunde. Mit den XP. Mehr sage ich auch nicht. So, jetzt muss ich mal gerade ganz kurz mal einen Check machen. Ja. Ich sag mal, ein Trank reicht. Danach entscheide ich nochmal. Oh, ich habe nur noch Hypertränke. Okay. Aber ich gehe hier anscheinend ein bisschen anders ab als in Heart Gold, ne? Will ich auch nochmal sagen. Ja, Heart Gold und Pokémon Pearl und Diamant, sowie Heart Gold und Soul Silver, sind aus derselben Generation. Aber bei Heart Gold ist es so, es handelt sich dabei um ein Remake. Und das war ja damals 2006, 2007, ja, diese tolle Technik, die es damals für den Nintendo DS ja gab. Heute ist es ja so, jetzt kommen ja Pearl und Diamant. Ne? Das, was ich jetzt ja spiele, ist das Original, was für Nintendo DS erschienen ist. Kommt ja jetzt ja auf die Nintendo Switch. Oh, 404, XP not found. So, noch 3 Level. Seid ihr zufrieden? Aurasphäre. Ist eine nice Attacke.
So, was mache ich jetzt weg? Aurasphäre 90. 75. Machen wir weg, komm. Zwei Kampfattacken. Du bist ein Kampf-Pokémon, Luca. Aurasphäre. Aurasphäre ist eine geile Attacke. Können wir gleich mal in Aktion sehen? Weiß gar nicht, ich habe jetzt nicht drauf geachtet, wie viel Mal es Aurasphäre gab, ne? Irgendwie gewissermaßen eine ganze Menge, aber müssen wir mal gucken. Testen wir mal wieder am Bougelin aus. Ich hoffe, der Sound und alles andere ist perfekt. Bitte gebt mir im Chat Bescheid. Ne? Weil wenn nicht, dann ziehe ich euch die Online. 20 Mal, guck mal, ist doch fantastisch. Jetzt setzt er wieder die Waschmaschine ein. Oh, Aurasphäre. Sieht, wenn ich ehrlich bin, in X und Y viel geiler aus. Ja. Ich versuche ja jetzt ja auch, das ist kein Witz, wenn Pokémon Pearl beendet ist, überlege ich ja fürs neue Jahr, ne, fürs neue Jahr, also das heißt für 2022, wieder ein Pokémon Let's Play an den Start zu kriegen. Diesmal aber dann wirklich Pokémon X oder Pokémon Y. Ne? Habe ich jetzt überlegt, als Pokémon Let's Play zu spielen, also als ganz normales Gameplay, also Story Gameplay auf YouTube. Aber dann hatte ich mir überlegt, komm, das kannst du am besten eigentlich auf Twitch machen. Dann leider wieder abends, ne? Aber das ist leider das Problem. Ich könnte auch mal irgendwann mal eigentlich nur stumpf tagsüber streamen. Wenn ich tagsüber in der Woche nicht beschäftigt wäre. Ne? Aber so ist es halt mal. So, the next one, Bougelin. Ne? Level 41 immer noch, ne? Also, ich weiß jetzt gerade nicht, auf welchem Level das vorherige war. Aber wahrscheinlich auf dem gleichen Level gefühlt. Oh, Wasserdüse. Ist auch eine ziemlich starke Wasserattacke. Ich habe es gesagt. So, Aurasphäre hat gut reingeknallt. Schwächt Gott sei Dank nicht irgendwie Luca. Das finde ich auch sehr gut. Ja. Vielleicht noch eine Kraftwelle dazu. So, jetzt versucht es noch schneller zu werden. Ich habe im Übrigen endlich mal das hier bekommen. Neue Batterien. Jetzt denkt er sich, für was hat er diese Batterien geholt? Für dieses Ding hier. Was sich Go Plus nennt. Ne? Ich könnte eigentlich, wenn ich will, währenddessen, ne, das habe ich ja eigentlich vorher mal schon gemacht, was ich nämlich ziemlich lustig fand, habe ich das nämlich schon vorher mal gemacht, indem ich nämlich während ich Pokémon gespielt habe, einfach mal Pokémon Go laufen ließ. Das Problem ist leider, ich habe jetzt hier in dem Screen, was ihr seht, keinen Platz mehr, um noch Pokémon Go irgendwie drauf zu klatschen. Außerdem müsste ich dafür, da wollte ich gar nicht hin, außerdem müsste ich dafür dann noch mein Ladekabel ist ja hier, holen. Ne? Könnt's halt nebenbei auch noch aufladen, ja klar, kann ich machen. Aber ich will es einfach mal jetzt nochmal ausprobieren, ob das Ding wirklich jetzt läuft, durchgehend, weil ich nämlich diese Batterien bei Amazon bestellt habe, die eigentlich hätten, und das ist kein Witz, oh, die Wartungsarbeiten bei Pokémon Go. Wartungsarbeiten bei Pokémon Go und ich bin online. Oh, guck mal, das Ding ist vibriert. Ne? Guckst du. Es hat reagiert. Guck, es leuchtet. Es leuchtet. Ihr seht es nicht. Da, es leuchtet. Ich drück drauf. 1, 2, 3. Gefangen. Jawohl. Seht ihr leider nicht wegen dem Licht, ne? Habe ich noch ein Pokémon in der Nähe? Ja, guck mal, ich mach's mal aus. Ja, es leuchtet grün. Ich drück drauf. Das erleichtert mir übrigens via Bluetooth das Pokémon fangen. Ja, das mal nur so als kurze Info. Deswegen habe ich es jetzt durchgehend in der Hand. Warte mal, ich könnte ja mal Folgendes machen. Ich habe doch hier, guck mal, ich habe doch hier Rauch. Komm, machen wir mal Rauch an und dann schauen wir mal, ob es klappt oder nicht. Ne? So, das heißt, ich muss jetzt auch ein bisschen aufpassen, dass alles hier gemacht. Oh, fette Katze ist da. Fette Katze. Fertig, schmierte Katze. Level 41. Oh, das gibt XP. Das gibt XP. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das Deck auch noch wirklich funktioniert. Mal erstmal den ganzen Bums hier oben aus, der mir nämlich ein bisschen auf den Keks geht. Mit meinem Handy. Sind auch nur noch 35%. Ich finde es auch irgendwie lustig, dass jetzt kein Pokémon kommt. Aber das ist typisch Niantic. Ne? Die es mal wieder hinbekommen haben. Oh, mit einem Schlag. Das finde ich sehr gut. 1070. Das ist auch nicht schlecht. Ne? Merke ich sowieso gleich, wenn es anfängt zu vibrieren, kommt irgendwie kein Pokémon aus dem Rauch. Ne? Niantic, wenn ich jetzt umsonst einen Rauch verschwendet habe, ne? Für die eine Stunde, ich möchte neuen Rauch. Ja.
Ich rede mit euch, Niantic. Guck mal, jetzt reagiert er nicht, ne? Obwohl neben mir ein Pantimos steht. El Funktionierico! Und das mit diesen Batterien hier. Hier steckt keine Werbung. Ja? Ja, ja. Und es heißt dann irgendwie, ja, funktioniert doch mit anderen Batterien. Am Arsch tut es. Niantic ist hochwertig. So, nochmal Aurasphäre, bitte. Luca. Ja, ich hab's jetzt wirklich nebenbei am Laufen. Ne? Das Ding kann ich mir eigentlich um den Arm machen. Ne? Jetzt krieg ich auch noch den Pokéball. Ja, aber ich habe es jetzt so schön im Arm. Habe ich dann immer, wenn ich Pokémon Go spiele. Wenn ich unterwegs bin. So, Level 38. Guck mal. Na, wir haben es innerhalb von, keine Ahnung, 10 Minuten, 15 Minuten, 2 Level schon geschafft. Fast 2 Level. So. Lohnt es sich gegen Wingull zu kämpfen? Ich glaube eher nicht, ne? Ich glaube eher nicht. Oh, mein Handy hat L-vibrationiert. Warum? Nee, mein Handy hat nicht L-vibrationiert. Ist egal. So. Können wir mal Pokestop mal öffnen. Ah, guck mal, wieder ein Bugelin. So, ich wollte eigentlich zu meinem Quajutsu. So, machen wir wieder Aurasphäre. Davon haben wir noch genug. Also wenn gleich die AP von Luca ziemlich niedrig sind, dann... Manchmal ein bisschen wie so was komisches Vibrierendes, ne? Oh Mann! Guck mal, ich kann selbst noch mein Dingens füttern. Hat er jetzt nicht gefangen? Hat er anscheinend nicht gefangen, ne? Hat er nicht gefangen. Volltreffer. Nice. Erneut 1042 XP. Nee, brauche ich dafür doch nicht diese zu geben. So. Dann weiter. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich nur durchgehend drauf drücke, ne? So, was haben wir jetzt? Wieder Katze. Wo bleibt fette Katze? Ne? Wo bleibt dicke Katze? Wo ist dicke Miau Miau? Oh, Liebreiz. Sorgt das etwa... Ah, nee, das sorgt dafür... Ach, der spezielle Angriff sinkt nur. Von der Attacke her sah es eher so aus, als würde der... als würde es so eine Art Anziehung sein, ne? Weil es passt ja, mein Lucario ist männlich, das Charmian ist weiblich. Aber Lucario steht nicht auf solche Bräute. 404, XP not found. Wie oft ich diesen Gag heute noch bringen werde. Ich finde es immer wieder lustig, wie es so an meinem... Warte mal, ich mach's mal so, obwohl das geht auch nicht, ne? Aber dann anders. Hätte ich denn eigentlich da immer verpucken? Oder Kramux habe ich gefangen, ne? Oh, das wäre geil, wenn ich jetzt einen Shiny Kramux hätte, ne? Ich habe schon lange keinen Shiny mehr gehabt. Alle doof. Doof. Die kommen aus dem Rauch, ne? Nicht gut. Ja. So, das Wampel. Eventuell reagiert er gleich. Aber der reagiert länger als ne, vorher mit anderen Batterien. Na, ich will jetzt hier nicht unbedingt die Demonstration machen, weil ich das Ding dann hinten aufschrauben muss, weil hier hinter ist eine Schraube. Ja, muss ich jetzt unbedingt zeigen. Ja, aber dennoch. Was jetzt zu machen? So, 1016 XP. Ja, sehr gut. So. The next one. Guck mal, wir sind schon gleich Level 39. Ne? Wenn das so bleibt, sind wir schon bald 39. Also Level 39. Ich bin noch lange nicht so alt. Das kommt noch. Versucht sich das... Oh, nicht gefangen. Da ist nicht gut. Wird immer noch ein Rocketballon her, ne? Ich kann es mal ganz kurz mal gerne mal in die Kamera zeigen. Da schwirrt ein Rocketballon. Da unten bin ich, da ist mein Partner Pokémon. Das Quajutsu. Ne? Übrigens Starter der 6. Gen. Ne? Der 6. Generation. Cool, ich weiß nicht, ne? Ich bin halt wieder, wie gesagt, geradewegs dabei, wie ich mit Pokémon weiter hier vorangehen werde, weil ich ja halt keine Switch besitze. Ich hätte liebend gerne Let's Go hier im Stream gespielt. Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli.
Ich hätte hier liebend gerne Pokémon Schwert und Pokémon Schild gespielt. Und ich würde liebend gerne auch die Remakes von Diamant und Perl hier spielen. Geradewegs auch hier so, wie ihr es sehen könnt, so als Vorbereitung für, oder beziehungsweise das hier könnte man jetzt so als Vorbereitung sehen. Aber das tue ich halt jetzt nicht. Deswegen, oh, da ist ein Abra. Das ist Abra? Abra. Nicht gefangen, wow. Und da hinten ist ein Pokémon aufgetaucht. Was ist das? Was ist das? Das war Nidoran weiblich, sah so komisch aus. Wenn es Nidoran männlich gewesen wäre, dann war die Wappab. Nur ein war die Wappab. Es gibt nur ein war die Wappab. Ja. Deswegen. Dum, dum. So. Auf geht's, Freunde. Auf geht's! Ja, beim Rauch kommen nicht so viele Pokémon. Oh, guck mal. Der ist ein Airboy. Airboy-Boy. Ne? Da reagiert er. Ich hab's jetzt extra so gemacht, dass er hier nicht irgendwie so dumm pervers vibriert, ne? Ja, sehr schön. Bam. Und jetzt ist es und sollte es Schweini. Shiny sollte es sein. Was laber ich mal wieder? Bin dummes Zeug. So, was haben wir? Wingull! Nein, nein! Kein Wingull. Null Wingull. No! No Wingull! No! No, no, no! Oh. Nein, nein, nein! Kein Wingull. Nix Wingull. Ich hoffe, ihr habt auch die Zeitumstellung überstanden, ne? Gab's ja am vergangenen Wochenende. Während des 12-Stunden-Streams im Übrigen dann auch die Zeitumstellung, weswegen ich eine Stunde länger gestreamt habe. Ich hoffe, ihr habt die alle gut überstanden. Ich hab's, ne? Ich hab's gut überstanden. Also für mich kam das noch am Montag noch ein bisschen komisch vor, beziehungsweise ja, Montag. Aber ich habe mich jetzt schon längst daran gewöhnt. Das ist eigentlich ganz normal bei mir. Warum ist mein Luca verwirrt? So. Kann man irgendwann dieser Rocketballon wegfliegen? Ich kämpf dagegen eh nicht. Ich lasse hier schön Go Plus fangen. Ne? Solange wie das Rauch läuft, wie der Rauch läuft. Der, wie, das. Wer, wie, was. Wieso, weshalb, warum. Was, die fragt. Und er bleibt dumm. Was? Alles gut. Ne, mir geht's gut, keine Sorge. Mir geht's gut. Macht euch keine Gedanken drum. Alles in Ordnung. Ein bisschen Unterhaltung muss ja auch sein. Ich muss ja euch wach halten. Ich achte jetzt hier quasi auf zwei Games. Ah, jetzt muss ich mich immer beschweren? Nein, ich gefange das Blutzeug. Schade. Dass ich von hier sehen kann, das ist ein Blut. Ich muss echt zum... Ich bin am Samstag ja noch wegen meiner scheiß Brille noch bei meinem Optiker gewesen. Ne? Bei meinem Optiker meines Vertrauens in Detmold. Weil mir das Gestell ja kaputt gegangen ist, weswegen ja auch schon der 12-Stunden-Stream eigentlich auf der Kippe stand. Das ist kein Witz. Ich bin ja ohne Brille ziemlich erledigt. Das ist kein Witz. Das ist kein Witz. Das ist auch keine, sagen wir mal, große da oben war die Wappe. Reagier. Reagier! Geht doch. Jetzt fahren. Nee, aber ich habe, wie gesagt, ein Scharnier halt hier ist abgebrochen. Ne? Ich kann es ja mal ganz kurz mal so zeigen. Hier so, dieses Teil hier, ne, was ich mal so zeigen kann, ich sehe es gerade echt nicht, alles verschwommen, ist nämlich von dem Gestell hier abgebrochen. Kleben konnte man es nicht, deswegen ich ein komplett neues Gestell gebraucht habe. Ich habe Gott sei Dank auch kein Geld dafür bezahlt, weil die Brille ist nämlich versichert. Die habe ich mir nämlich versichern lassen, als ich mir eine neue geholt habe. Ich habe ja noch meine alte getragen, falls ihr euch noch erinnern könnt. Das ist eine ganz schmale gewesen, ich musste mich wieder dran gewöhnen, mir haben die Augen wehgetan. Ich habe echt gedacht, ich müsste während des Wochenendes, wirklich bis Dienstag, diese scheiß Brille tragen. Alter, ich hätte mich, glaube ich, krank geschrieben, ne? Es hätte keinen Stream mehr die Tage gegeben. Gut, es hätte eh bis Mittwoch keinen Stream gegeben, ne? Aber was soll's? Was habe ich denn eigentlich so jetzt für gute Pokémon gefangen? Oh, Pylgraudon habe ich gefangen. Das ist ja schön. Alter, hat wieder Lucario einstecken müssen. Moment, ich gebe mal... Obwohl, was? Ne, flüchten wir mal. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Flucht gescheitert? Toll. Ja gut, dann gebe ich jetzt einen Trank.
Ja, was haben wir noch hier? Jawohl. Nix. 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 Warte, ich habe ein neues Pokémon gefangen. Magne. Oh, lassen wir es mal einfach mal. Ich sehe ja, da kommt noch ein Pokémon. Okay, komm. Dann gebe ich direkt einen Hypertrank. Damit es mir hier nicht bis jetzt geflüchtet. Mulimorba. Okay, sah nach Goldini aus. Ja. So. Ihr seht schon, wir haben schon die Hälfte von 39, also zu 40 voll. Also, das sieht schon sehr gut aus. Ah, ja, Whirlpool. Weißt du, mein Lucario hat mich einmal angegriffen, ne? Und der Scheiß hier kommt schon mit Whirlpool. Ja, Verwirrpool. Komplett weg, schade. Echten Ruckzuck-Hieb, das ist jetzt die Frage aller Fragen. Guck mal, das Ding ist immer noch connected. Ne? Ich sag, es hat an der Batterie gelegen. Mal einmal richtig auf Wadi hören, ja? Gut, das sieht nach... Das ist ein Nidoqueen! Und ich hab's gefangen. Alter! So, und jetzt ein gutes. Nicht mal Schein, ey. Das kann nix. Verbrate ich alles gleich zu Bonbons. Ja. Oh, ein Charmian. Ja, flüchten wir mal. Da können wir flüchten. Entweder die Weiterentwicklung, hier, fette Katze, oder noch ein Muschelin. Aber ein Gastrodon nehme ich auch. Gastrodon. Das Pokémon ist jetzt nicht auf dem Display erschienen. Aber es ist da. Habe ich gefangen. Was auch immer das für ein Pokémon war. Bin ich immer wieder lustig, ne? Bin ich immer wieder lustig. Guck mal, es haut doch nicht so rein, ne? Was könnte man noch machen? Oh, Schaufler. Lehmbrühe. Oh, es war ein Carpador. Ah, die sind alle doof, also kann ich die jetzt schon mal wegschicken. Wie Platz habe ich denn eigentlich noch? Och, genug, über 120 Plätze frei, ne? Das ist schon mal was. Das ist schon mal was. Es fängt an zu regnen. Es regnet weiter. Ja, so wie draußen, ne? Irgendjemand hat Regentanz gemacht, ne? Hey. Komischer Regentanz. Was zum Fick? Danke. ja, nicht sehr effektiv. So, es geht. Ruckzuck, jetzt aber. Komm. Ich glaube nicht, dass das immer noch für Level 40 reicht, ne? Ich habe gesagt, wenn Level 40 machen wir Orden, ne? Ne, reicht nicht. Ein Pokémon noch. Und da reicht nicht ein Wingull für, dafür reicht auch nicht ein Charmian. Dankeschön. Erdbeben. Nein, Spaß. Guten Abend, Schneehenrix. Nee, XX Schneehenrix muss man ja immer sagen, ne? Und dieses XX davor. Hab ich's jetzt nicht gefangen? Was? Guck mal, da vibriert auch noch mein Handy dazu. Tolle Wartungsarbeiten im Übrigen. Ja, für die gerade auch Pokémon Go spielen sollten, ich tue es gerade auch, ich habe einen Rauch am Laufen. Möchte mir ganz gerne mal nochmal kurz zeigen. Während ich meine Pokémon in Pearl trainiere, habe ich hier in Pokémon Go mit nur noch 31%. Übrigens seht ihr da oben den Dingens. Go reagiert. Es reagiert, aber es ist kein Pokémon, ne? Habt ihr gesehen? Ihr guckt, es reagiert. Oh, ja, ich. Und es reagiert nicht lange, weil dann ist nur noch, leuchtet es nur noch gut. So, Luca erreicht Level 40. Und was habe ich gesagt? Wenn Level 40, gehen wir raus. Ich habe irgendein Pokémon gefangen, wahrscheinlich Carpador. So, na was geht? Wie geht's dir? Tag heute gut überstanden? So.
Oh mein Gott, jetzt machen wir wirklich den Orden, ne? Bin ich verrückt oder bin ich verrückt? Ich bin verrückt, ne? Ich glaube nicht mal, dass das reichen wird, ne? Dass mein Lucario Level 40 ist. Nur Level 40, ne? Das wird nicht reichen. Guck mal, schon wieder, ne? Ja gut, Wartungsarbeiten. Jetzt kann ich es leider nur auf die Wartungsarbeiten schieben, ne? Das ist leider das Problem. Oh, nicht gefangen. Oh, das ist schade. Na, ich komme sogar dran, ne? Guck mal. Das ist perfekt, ne? Guck. Einmal Pokémon Go, einmal ganz normal. So, okay. Wie schaut's mit Items aus? Wie schaut es aus? Ich schau mal kurz. Ne, das sind Pokémon, nicht Items. Kannst du auch verkaufen. Na, ich kaufe mal ein bisschen nach. Das wäre sicher. Ich müsste da auch, glaube ich, sogar noch ein paar Dinger haben. Was ich Geld nenne. Oh, ich habe ja noch genug hier. Kaufe ich 9 Stück. Dankeschön. Ich will lieber einsetzen müssen. Nope. Habe ich Hyperheiler einsetzen müssen? Ja, eine. So, okay. Sonst eigentlich nichts, ne? Nein, sonst nüchte. Okay. Ich sehe ein Formeo. Sehr schön. So, wir müssen da irgendwie hoch, weil die Arena nämlich... Was war hier nochmal? Irgendwie was anderes, ne? Genau. Die Arena ist doch ganz woanders. Sie ist doch ganz woanders. Die ist hier, ne? Genau, hier ist sie. Da steht er. Hey, du da! Er ist endlich zurück! Außerdem scheint er motivierter zu sein als sonst. Vermutlich hat er schon bemerkt, wie hart es mit dir sein wird. Ich wette, er kann es kaum erwarten, gegen dich anzutreten. Denk daran, dass was du zu tun hast, Heißsporn. In der Hitze des Gefechts springt der Funke auf Kampfeslust auf ihn über. Na dann los, Heißsporn. Ich warte auf dich in der Pokémon-Liga. Ja, stimmt, den treffe ich ja in der Pokémon-Liga, ne? Und nein, das war kein Clown, der keine Schminke anhatte. Es war einer der Pokémon. Der Top 4. So, Arenaleiter Volkner. Ein elektrisierendes Erlebnis. Elektrisierendes Erlebnis nach dem Motto Natsu, Mammut und Luca müssen es übernehmen. Mammut ja auch noch Elektro-Pokémon selbst. Das heißt, das wird ein bisschen schwer, aber zumindest haben wir noch Knirscher. Das wird schwer. Das wird definitiv schwer. Ja, wenn ich Erdbeben zum Beispiel hätte, wäre es ziemlich einfacher. So, was haben wir hier? Ja, hallo, was macht die Kunst, baldiger Champ? Lass mich mal deinen Trainerkoffer sehen, wie viele Orden du hast. 1, 2, 3, wow, du hast schon 7. Das heißt ja, wenn du diesen Arenaleiter besiegst, kannst du die Pokémon-Liga aufmischen. Denn es ist auch das letzte Mal, dass ich dich beraten kann. Dann hör mal gut zu, Kindchen. Nur noch dieses eine letzte Mal. Der Arenaleiter ist ein Meister der Elektro-Pokémon. Mehr dazu gibt es nicht zu sagen. Den Rest musst du selbst erledigen. Ja, und natürlich die Dinger hier. Da muss ich wahrscheinlich auf die grünen Dinger nämlich tippen. Ja, ich fange schon. Ja. Hä? So. Hab mich scheiß verstanden. Habe ich gefangen? Was habe ich überhaupt eigentlich gefangen in der Zeit? Natu. Da hatten sie auch schon eine... ist das ein gutes Natu. Kein 100 habe, ist es ein gutes. So. Ich merke gerade, dass die Brille etwas dreckig ist. Wie habe ich die da angefasst? Ich habe sie betatscht. Ich sehe noch nicht das Pokémon. Entschuldigung. Es ist ein Pachirisu. Pikachu für Arme, wie man das sagen würde. Aber ich habe ja mein Lucario mit Schaufler. Ist Lucario so langsam? Gut, wechseln kann er Gott sei Dank nicht, weil er nur das eine Pokémon hat. Aber er kann natürlich dafür sorgen, dass die Attacke entsprechend nicht richtig ausgeführt wird. Was er hätte mit Bitterkuss schaffen können. Ja. Da guckst du, wa? Jetzt ist...
Nein. Und noch Supertan dazu. Are you kidding me? Dankeschön. So, jetzt 12 Millionen XP. Das gilt auch. Olivia. Die Zahnräder drehen und drehen sich. Ich drehe. Ja, dreh dich raus. Komm, geh weg. Geh weg. Geh nach Hause. Geh zu Mami und Papi und roll dich aus. So. Oh, guck mal, da scheinen wieder. Was habe ich denn diesmal? Nidoran weiblich. Sehr schön. So. Nicht gefangen. Schade. So. Was haben wir jetzt? Und jetzt haben wir es richtig kompliziert hier, ne? Okay. Hat sich voll gelohnt. Aber zumindest komme ich hier nach oben. Habe ich schon mal den ersten. Dies ist die härteste Arena in der gesamten Sinnoh-Region. Deshalb bin ich hier. Ich will die besten Kampftechniken lernen. Ja. Glückwunsch. Ich nicht. Joel mit was? Ist das nicht eine Elektro-Pokémon-Arena? Oh oh. Oh oh. Moment, Moment. Moment, 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 Moment. Schon viel besser. So, was haben wir denn? Setze 10 sehr effektive Ladeattacken ein. Was kriege ich? 20 Megabonbons für einen. Ah, nehme ich gern, ne? Ich kenne schon wieder Nidoran weiblich. Okay. So. Ich mache Knirscher. Und weg bist du. Ich habe wieder das Nidoran weiblich nicht gefangen, ne? Was soll denn der Dreck? Und tschüssi. 960 XP. Du bist ganz schön stark. Ach was. Oh mein Gott, da oben steht ein Pikachu. Noch einer. Ich will gewinnen. Ich kanalisiere diesen Willen durch meine Gitarre. Ich will gewinnen. Mein Pokémon wird zum Star, da ich auf diesem Motto beharre. Ja, genau. Von mir wurde gefangen. Ah, okay. Sehr schön. Guck mal, funktioniert, ne? Halbe Stunde läuft. Also die mir gesagt haben, dass das mit Panasonic-Batterien nicht läuft, ne? Beziehungsweise das Ding damit zu tun hat, oder zumindest die App, ne? Oder mein Handy am Arsch. Es liegt an den Batterien. Also wenn Go Plus hat, ne? Diese Batterien bitte kaufen. Hashtag keine Werbung, ich kriege dafür kein Geld. Ich habe es selbst jetzt gerade eben herausgefunden. Oh, wie süß. Guck mal, ein Luxio. Auch was für. Deswegen, es funktioniert. Es läuft jetzt seit einer halben Stunde reibungslos. Wahrscheinlich nach 2 Tagen leer. Na gut, ich habe 4 Stück, also mach mir keine Gedanken. Really? Schon wieder? Na gut, diesmal jetzt nicht so wie beim ersten Kampf von Pachirisu, ne? Bam. Ich habe das Gefühl, ich habe mir in die Backe gebissen. Ja, das kann man. Sich in die Backe beißen kann man. Von innen. Ja, dein Luxio ist nichts. So. Der Kreischen. Sieh dir nur an, wie ich herumlaufe. Man sieht ja wohl, dass ich krass drauf bin. Oh ja. Ist das schon das legalisierte Cannabis oder was? Oh, es ist ein Pokékin. Lass mich ran. Pikachu, 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 Pikachu. Oh Gott, ja. Ich hier nicht bekommen. Pikachu. Oh, Schaufler. Ich. Ach, scheiße. Mit Schaufler berührt es ja auch, ne? Ich hätte auch was Sphäre machen sollen. Offenlegung. Was legt's offen? Das ist schwach, ist es mir bewusst. Oh, bitte keine. Bitte keine Statik. Bitte keine Statik. Bitte keine Statik. Bitte, 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 bitte. Oh ja, Weberak, Shiny Weberak würde ich gerne haben. Komm. Das wäre toll.
Jetzt habe ich's. Schon. Kleine Shiny Weber. So. Das ist Level 41 für Luca. Guck mal. Klappt doch schon hervorragend, ne? Und once again, Pikachu. Zwei Stück noch. Oder Pikachu, 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 Raichu. Ne? Außersehen Donnerstein gegen. Ah, zufällig aus Versehen. Ist das schon wieder eure Sphäre? Ja, das reicht ja auch. Das reicht ja auch. Ne? Das ist genug. Ah, Pikachu hat eine schlechte Verteidigung, deswegen eine Aurasphäre und gut ist. Ne? Also muss man sich keine Gedanken drum machen. So, und the last but not least, ebenfalls Pikachu. Ja, Aurasphäre weg. Obwohl, komm, da mach ich Schaufler. Dann nicht Schaufler. Legen wir mal, ja, legen wir nichts offen. Aurasphäre wir es mal. Rittisch. So. 720 XP, wäre es ein Raichu, hätte ich 1400 gekriegt. Luca wäre schon Level 42. So. Geh weg, Pikachu. Oh, jetzt wird's aber... Ich quatsch dich schon mal an. Als Trainer oder Gitarrist brauchst du Hingabe und Engagement, um dein Können weiter zu verbessern. Als Gitarrist. Oh. Hordeo. Wer heißt Hordeo? Oder Hordeo? Guck mal, Raichu sag ich doch. Hier, Raichu. Ne? Ein bisschen aus wie solche diese... Kennt ihr diese Elektroschocker? So, hi. Ich hatte das noch nie, wirklich. Ganz ehrlich, oh, das haben wir nicht hier. Ja, dass ich Karadonis nicht fange, das ist... Warum? Das war ein taktischer Fehler. Das war dumm. Aber egal, ich setze trotzdem Aurasphäre ein. Jetzt kommt erstmal eine Dönerblitz. Eieieiei. Eieieiei. Wie war ich Spanier? Nochmal Aurasphäre. Ein Ruckzucki wird jetzt mein Lucario nicht zum Fall. Hoppala. Nicht zum Fall bringen. Okay. Hab ich was Gutes? Nein. Ich hab keine Top-Genesung. Super. Dann sind Hypertrank ein. Also jetzt auf eine auf einen Hyperheiler zu gehen, das riskiere ich nicht. Der kann nochmal Dingens machen. Oder alleine durch die Fähigkeit Statik, was es hat. Weil so wie das an gegnerische Pokémon ein Pokémon mit Statik berührt, ist dieses paralysiert. Oh komm. Komm, das kriegen wir hin. Das setzt selbst Ruckzuckieb ein. Hat ja eine Menge gebracht. Sagen wir mal einfach mal, bitte nicht. Oh Gott. Wenn wir das schon mit dem Fehler gemacht haben, ne, dann kriegen wir es auch so hin. So. 1149 XP. Ist schon eine Menge. Mein Können hat mich im Stich gelassen. Das war wohl nicht im Einklang mit mir. Doch, war es nicht. Auf keinen Fall war es im Einklang. Erstmal ein Hyperheiler. So, damit ist die Paralyse weg. Und einen schönen Trank. Jawollo. So. Okay. Ah, okay. Uff. Was war jetzt... Ich suche nicht nur nach starken Trainern, mit denen ich kämpfen kann. Nur des Adrenalinstoßes wegen kämpfe ich. Ihn will ich spüren. Schon mal überlegt, eine Dating-Plattform zu suchen. Hedwig! Hallo, Hedwig! Kada... Ha? Man stellt sich wieder einmal erneut die Frage, was sucht ein Psycho-Pokémon hier? Kann natürlich Elektroattacken. Nee, stopp. Ich glaube, ich habe so oder so schon wieder ein Ei reingestellt. Kann das sein? Guck mal gerade nach. Ein Ei raus. How is this possible? Ist da kein Ei raus? Guck mal, das sieht nach Remark aus. Oh. Aber nicht gefangen. Oder doch?
Es ist noch da. Nee, es ist geflüchtet. Ich kann leider jetzt, wie gesagt, nicht die ganzen Fehler und Bugs auf das Spiel schieben, sondern nur auf die Serverwartung. Leider. So, man kriegt 340 XP. Raichu. So, da machen wir aber jetzt nicht den gleichen Fehler wie vorhin, sondern wir werden da ganz schön und gemütlich Schaufler einsetzen und dann ist das Ding weg. So. So einfach ist das. Guck mal, noch 28 Minuten. Für den Poke. Für den Pokerauch. Oh, Lichtschild. Ich denke, es hätte den Schild von Captain America. What? Dann direkt Aurasphäre. Direkt Aurasphäre. Oh fuck. Da wird die eine Aurasphäre nicht reichen. Außer es ist Volltreffer. Nope. Ja, dass ich jetzt so böse nach oben gucke, es liegt halt einfach daran. Ich kann Dönerblitz. Was kannst du? Okay, nee, komm, ich setz nichts da ein. Nee. Scheiß Lichtschild auch noch. Nee. Kommst mir nicht damit. Ich weiß, dann kann es wahrscheinlich Donner sogar. Es kann Lichtschild, Schaufler, Donnerwelle, dann kann es noch Donnerblitz. So, dann ist es nur noch Donnerblitz. So, keine Wirkung. Ins Gesicht. Aber sowas von. Dankeschön. Ja, Verteidigung sinkt, leider. Leider, leider. Wieder ein... So. Nächster kriegt ein bisschen ab. So, Kredwig. Ohne Kraft. Ich war erstaunt, dass die Raichu einen Schaufler kann. Da war ich sehr erstaunt. Muss ich ehrlich zugeben, dass ich ziemlich erstaunt war, dass die Raichu Schaufler konnte. Ich hätte jetzt so gedacht, es ist kein Spieltrick oder sowas. Sehr lustig gewesen, aber ist es nicht. Aha, noch eine. Fum. Das hat unser Arenaleiter mit der Arena angestellt, als ihm langweilig war. Boom. Zong. Womp. Helix. Luxio. Ja, da brauche ich mir keine Gedanken drum machen. Das kann nach Schaufler gut aussehen. Oh, Carpador ist gefangen worden. Gülden? Nee. Oh, ich habe einen Pikachu gefangen. Wie kommt's? So, gucken wir mal. Schlecht. Flecht, 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 ja, ja, ja. Können alle wieder weg. Ja, aber komm, ich habe wieder gut Pokémon gefangen, ne? 8 Stück. So, und das ist Level 42 für Luca. Ein Tick-Tacks. Ich sehe es leider, weil... Nahkampf, oh mein Gott. Mama Kraftwelle weg. Ja, Zickzacks. 100er? Nein. 100er IV. Das wäre es noch. So. Bidifas! Praise the Lord! Komm, dann setzen wir mal da die neue Attacke ein. Nahkampf. Das, was ja halt auch vorhin mein Staraptor eingesetzt hat gegen das Raichu.
Jetzt kannst du mein Lucario ebenfalls. Da, 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 da. Ja, Level 42 schon, ne? Guck mal. In zwei Stunden, in einer Stunde, wie viel Level? Ich weiß, ich will damit gerne angeben. Ach, guck mal, da steht dann schon der Volkner. Danke. Da so runterfallen? Nein, ne? Scheiße. Cheat. Ja, nee, das geht auch nicht. Ah, genau, ich muss. Hehehe. Ja, jetzt muss ich noch zu dem, dann muss ich wieder irgendwie drehen. Habe ich das Pokémon jetzt gefangen oder nicht? Das ist ein Dingsbums gewesen. Ein Dingsbums. Warte mal, wie viele Pokémon habe ich markiert? 1181 Pokémon. Was ist denn mit dem Rest? Wäre ich da nicht markiert, ne? Die könnte ich alle eigentlich runterschmeißen, ne? Oh, ein Griffel. Das ist schwer zu fangen, ne? Ja, ist schwer zu fangen. Oh, Nahkampf. Hat ja ebenfalls Schwächekampf. Ist Stahlgestein. Doppelte Schwäche. Oh, ja gut. Zwei Level Abstand, ne? Und Stahlos ist stark. Hehe. So. Aurasphäre. Aber Aurasphäre ist meine Lieblingsattacke von Lucario. Ich mag Lucario. Ist eins meiner Lieblings-Pokémon. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, ich habe da das Lieben und kennengelernt in Pokémon X. Ne? 1848 Vitalis, komm. Vitalis ist Kampfpsycho, ne? So eine verrückte Kombo, ne? Kampfpsycho. Das Verrückteste, was du echt machen kannst. Kampfpsycho. Ne, es gibt noch verrücktere Sachen. Pflanze Feuer zum Beispiel. Ja. Müsste es, glaube ich, sogar geben, ne? Oder Wasserpflanze. Ne, Wasserpflanze. Hab vergessen. So. Wird das klappen? Ah, das ist aber auch dann normal effektiv, ne? Hören wir mal rein. Nein. Es ist sehr effektiv. I like it. Because it's funny. Was ist das? Taubsi. Sehr schön. So. Beide 720 XP. Ich freue mich. Das müsste, glaube ich, sogar der letzte Vortrainer gewesen sein. Heißt also, danke. Nee. Scheiße. Muss ich da nicht was ändern? Warte mal. Ha! Ich wusste es. So, my friends. It's time for the order. Aha, da ist. Ach, das ist von mir. Ja. It's time for the next order. Ich muss aber ganz kurz mal mein Team checken. Wie schaut's aus, Luca? Ja, das wird wohl reichen. Hat so nicht einmal eingesetzt, ne? Egal, los. Nun denn, Herausforderer. Es gibt nicht viele Trainer, die es schaffen, mich herauszufordern. Denjenigen, die es bisher hierher geschafft haben, waren bisher zu jämmerlich. Ich kam nicht mal ins Schwitzen. Ich bin Arenaleiter Volkner. Man sagt, ich wäre der beste Arenaleiter in ganz Sinnoh, aber wem dem auch sei, lass uns die Sache einfach hinter uns bringen. Hoffentlich bist du ein Trainer, der eines Duells mit mir würdig ist. Ja. So, 5 Stück. Und es geht natürlich mit Raichu los. Und das Risiko ist... Oh Gott, Level 6. Scheiße, das heißt, einer seiner Pokémon könnte Level 50 sein, ne? Bock! Und das ist schneller, ne?
Wettnis macht jetzt auch Schaufler. Lichtschild. Was vorhin ja auch hier Lukas Kupfers gekostet hätte, ne? So, sehr effektiv und bitte Volltreffer. Please. Jetzt setzt dein Hypertrank ein. Ich riech sowas bis hinten. Und mein GoPro so. Es sind nur noch 18 Minuten. Scheiße, gut nochmal. Oh oh. Viel Level Abstand, das. Oh, fuck, Spezialangriff steigt. Und mir fehlt gerade in diesem Moment Top-Genesung. Ey, wie mich das aufregt, ne? Wie mich das wieder aufregt. Eigentlich zurück zum Pokémon-Markt und direkt kaufen. Ein Schluckpuck will keiner. Und jetzt bitte Triff und Volltreffer. Bitte Triff und Volltreffer. Oh, fick dich doch! Mann! Oh. Und ich hab kein. Ah gut, komm, top dran. Ist mir jetzt so rumpel. Ist mir jetzt egal. Ah. Das ist mir jetzt so egal gerade. Und setz wieder Lichtschild ein, ne? Ja, Spezialverteidigung. Ich weiß ganz genau, was passiert. Ich setz Hyperheiler ein, Donnerwelle wieder paralysiert. Wetten? Ja, Ladestrahl. Ladestrahl. So ein Ladestrahl ist das. Aus meinem Akku. So. Na, siehst du. Zumindest beim zweiten Versuch. Ja. Und wenn es nochmal, dann setze ich meinen Galopper ein. Dann lasse ich es mir nicht mehr gefallen. Wenn es nochmal paralysiert ist, setze ich nochmal Dingsbums an. Willst du was im Instagram? Irgendwelche Textbots. Durchbruch. Eieiei. Nee, jetzt habe ich die Schnauze voll. Also wenn es hier überhaupt noch zu etwas kommen sollte, ich will jetzt hier nicht eine halbe Stunde an einem Pokémon sitzen. Da habe ich nicht die Zeit. Doch, eigentlich schon, aber nicht richtig. Das hat ja vier Pokémon. Wehe. Ich schwöre, ich ficke dich. Ha! So. Feuersturm. Ja, genau! Und der macht sich wieder ein Fenster. Fenster zur Welt. Und jetzt gegrilltes Elektromaus. Dieser Lichtschild, ne? Dieser Lichtschild, der geht mir so auf die Eier. Ja, ja, Blutzug. Mann, ey. Ey, da. Ja, Durchbruch. Galopper weg. Setz gleich Top-Belebe ein. Es reicht mir. Erstes Pokémon erst. Erstes Pokémon. 43. Keine 47, schade. Octillery? Okay, Mammut. Was hat Octillery mit einem Elektro-Pokémon zu tun? Mit einer Elektro-Pokémon-Arena. Ich verstehe das nicht. Ja, greif an, ist. Ne? 47. Schockwelle Donnerstag, Schockwelle Donnerstag, oh, Donnerstag. Ham, 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 ham. So, und jetzt. Scheiß auf Lichtschild. Dieses Octillery hat nur Glück, weil dieser fucking Lichtschild noch drin ist. Jetzt bespuckt es mich erstmal mit Samen. Besame mich, du. Entschuldigung. Wann das jetzt? Dankeschön.
das Lichtschild endlich weg. Kriege ich hier kein? Ich habe kein Ei noch ausgekriegt, ne? Tatsache, kein Ei. Normal will ich aus einem Pokestop ein Ei rauskriegen, aber wahrscheinlich hat das was mit dem Sauerwartung zu tun. So, Luxtra! Kampf der Giganten! Ach ne, er hat auch noch zwei, scheiße. Welches sieht schicker? Oh Gott. Knirscher! Schreck zurück. Oh. I hate Dönerblitz. Ah nee. Ich mach Luca bereit. Ja, Ladestrahl. Das ist nix, Ladestrahl. Das strahlt zum Laden. Kannst du Handy anschließen. Nicht sehr effektiv. Aber wenn ich jetzt Becken wieder Donnerwelle, Becken. Ja gut, jetzt Ladestrahl nur noch. Bis im Hintergrund der Computer checkt, er hat ja kein Statusproblem. Oh, Volltreffer diesmal. Ich kann keine Elektroattacke einsetzen, weil es auch ein Elektro-Pokémon ist. Deswegen nur Knirscher. Und deswegen hoffe ich eigentlich, dass es mal zurückschreckt. Schreckt zurück. Das sieht eher nach Beere aus. Ja, und es hat sich. Und es ist nicht zurückgeschreckt. Es hätte die Beere nicht eingesetzt. Selbst dann, wenn es zurückschreckt, hat es die Beere nicht eingesetzt. Scheiße. Jetzt aber. Bitte schreck zurück. Zumindest sinkt die Verteidigung. Aber es schreckt nicht zurück und es macht probieren. Ja, deswegen finde ich Statik viel besser. Er kann eh keinen Hypertrank mehr einsetzen. Ich kann 7 Milliarden Mal machen, er hat nur einen. Ne? Könnte man sich eigentlich so die Frage stellen, für die keine Ahnung von Pokémon haben, warum heilt er nicht einfach? Die haben alle nur einen Hypertrank. Die haben alle nur immer einen Hypertrank. Mehr haben sie nicht. Mehr dürfen sie nicht. So, jetzt steigt wieder der spezielle Angriff, ne? Oh Mann. Oh, weiter ein Knirscher. So, jetzt kommt noch Donnerzahn, Ladestrahl, Donnerwelle. Was war noch? Vergessen. Eine Attacke kann es noch. Wahrscheinlich kein Knirscher mehr. Oh, Mammut, du bist Beste. 1018. Beide. Also 2000 XP gegeben. So. Ambidiffel. Oh, das ist perfekt, dass ich Luca fertig gemacht habe. Ambidiffel ist die Weiterentwicklung von Griffel und ist ein Normal-Pokémon. Frage, was hat das wieder mit Elektro-Pokémon zu tun? Ja, bitte nicht wundern, dass die... Hier kommt sie, macht dich auf meine Trumpfkarte gefasst. Ein Normal-Pokémon. Denke, Schmied. Oh, oh. Hat es mir den Mittelfinger gezeigt? So. Volltreffer bitte. Ein Level 43 Pokémon hat ein Level 47 Pokémon geschlagen. Und damit habe ich 8 Orden. Das war der aufregendste Kampf seit ich weiß nicht mehr wann. So, wie du und dein Team kämpfen. Ihr habt eine abenteuerliche Zukunft vor euch. Ihr könnt es tatsächlich sehr weit bringen. Hier ist dein 8. Orden. Den hast du dir redlich verdient. Wadi erhält den Lichtorden von Volkner. Wadi! Wir gehen raus und machen Party. Party, 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 Party.
Und ich werfe Konfetti. Fetti, 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 Fetti. Ja, hab ich jetzt. Ich hab doch gedrückt. Hallo. Dieses Wollknoll-Ding. Ladestrahl, dachte ich mir schon. Oh, endlich. Drei Pokémon haben sehr gut gearbeitet, am meisten Luca. 5 fucking Level habe ich Luca trainiert. In einem Stream. Was zeigt da jemand denn den Mittelfinger? Daniel, wie schreibst du? Hast du Probleme? Brauchst du Hilfe beim Schreiben? Wie ging das? Ach ja, schon hier lang. Boah, guck mal, jetzt sind die Wege auf einmal alle so. Ah ne, hier muss ich nochmal ändern, ne? Genau. Ja. Ich schreibe, wie ich will. Der kommt aber trotzdem komisch vor, ne? Das möchte ich mal ganz kurz erwähnen. Oh, Freunde. Welch Freude. Ne? Welch Freude. 8 Orden. 8 Orden sind es jetzt. Wie mich das freut. Eigentlich müssten jetzt alle auf Level 50. Gutes Nächtle. Ich bin auch noch lange nicht fertig. Ich find's halt auch immer irgendwie weird, wenn gewisse Leute im Chat einfach nur gute Nacht schreiben, ne? Nicht mal so schreiben, hey, ich gehe jetzt ins Bett, wünsche allen noch einen schönen Abend, viel Spaß beim Streamen, einfach nur so, gute Nacht. Das so nach dem Motto, sorry Daniel, wenn es so böse klingt, aber... Siehst du, selbst mein Go Plus hier. Ja, das Ding arbeitet immer noch. Ohne Unterbrechung. Seit fast einer Stunde an. Jetzt tut's wieder. Siehst du, nur Batterien von Panasonic kaufen und schon läuft wieder alles. Hashtag keine Werbung. So. Das heißt, wir können weiter. Jasmin steht ja noch hier. Irgendwie fühle ich mich in dieser Stadt zu Hause. Sie liegt am Meer und da drüben steht ein Leuchtturm. Oh, das ist ja der Arena-Ort dieser Stadt. Du musst gut sein. Bitte nimm auch das hier. Haha, ich wusste es. Jasmin steht hier nicht in irgendwelchen Grund. Wer sich im Übrigen fragt, wer das ist die Arena-Leiterin, das ist Jasmin, die Arena-Leiterin von Olivia City, die man wiederum aus Gold, Silber, Kristall, Hard Gold und Soul Silver kennt. Ne? Diese versteckte Maschine, sie enthält Kaskade. Damit kommst du in die Pokémon-Liga. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Viel Glück. Ja, danke. Kann eigentlich mein VN-Sklave das lernen? Wenn nicht, brauche ich ein Wasser-Pokémon. Und es wird definitiv nicht Noah werden. Ah, die VMs sind ganz weit unten. Hallo. Ja, Kaskade. Nicht Kaskada, Kaskade. Ja, das kann es lernen. Jetzt stelle ich mir nur gerade die Frage, ist noch ein Slot frei? Ja, einer noch. Oh, sogar 2 noch. Guck mal, es kann zumindest dann 2 Wasserattacken, ne? Also wenn es jetzt noch Whirlpool lernt, dann bin ich glücklich. Ja, ich glaube, hier gibt es keine Dingens, ne? So. Jetzt geht's weiter, Freunde. Ist nichts Besonderes, ne? Der Rote. Oder? Warte, ich sehe was vom Kicker. Was ist los? Ach du Scheiße. Dortmund macht aber auch gerade wirklich ein bisschen Scheiße, ne? Also in dem Sinne, dass man Mist baut. Was haben wir denn hier so? Tentoxa. Hallo, Level 37. Auch nicht schlecht. Ich glaube, Kampfattacken bringen nicht so viel, ne? Machen wir mal Aurasphäre, mal gucken, was passiert. Wir könnten das Ding aber fangen, ne? Ja, zu weit lässt sich auch nicht schwer fangen in Pokémon Go. Ja, ist nicht sehr effektiv, müsste ich Schaufler machen. Aber zumindest ein Volltreffer, was ich sehr nice finde. Jetzt kommt Aquarelle. Ja. Ich versuche dich mal zu fangen, mein Schätzekin. Ich habe nämlich noch keinen Tentoxa. 1. Na. Echt aus. Hätte fast geklappt. Aber auch nur fast.
Ne? Aber auch nur fast. Er ist nicht sehr effektiv. Umwickelt, ne? Okay. Ein kleiner Ruckzuck-Kief vielleicht noch. Ja, das müsste maximal reichen. Maximales Erlebnis. Oh, wie du mir, so ich dir, ne, Tentoxa? Eieieieiei. Dann schmeißen wir einen Hyperball, komm. Haben wir noch schon genug. Kriegst einen Hyperball. Sehr gut. So, damit haben wir. Tatara habe ich immer noch nicht gefangen, ne? Tatara nein, aber Tentoxa ja. Tentoxa, eine Qualle, Wassergift vom Typ, 1,60 Meter groß, 55 Kilo schwer. Es warnt andere vor Gefahr, indem es seine roten Kugeln auf dem Kopf grell aufleuchten lässt. Alarm! Alarm! Komm, dann nenne ich dich Leuchtqualle. Falls es passt. Nee, passt nicht. Und es heißt Lechtqualle. Wie nenne ich dich? Komm, ich nenne dich Tinti. Tinti. So. So. 2 Minuten noch, dann ist auch gleich das Rauch aus. Guck mal, ich gut Pokémon gefangen. Auch hier jetzt. Aber Moment, bevor ich weitergehe. Nee, warum ist hier? Gibt es erstmal einen Hypertrank? Luca musste einstecken. Musste gut einstecken. So, weiter geht's. Hier geht's nicht weiter, aber ich sehe hier Pokémon-Trainer. Hey. Hi. Na gut, wenn ich jetzt. Ich bin entschlossen, zur Pokémon-Liga zu gehen, egal wie hart es werden wird. Naja, sie geht ja jetzt gerade nicht zur Pokémon-Liga, sie schwimmt immer hin und her, ne? Die Schwimmerin Cassandra. Oh, Lumion. Ne? Alter. Der Blick des Pokémon. Hey. Okay, machen wir mal Schaufler. Ich glaube, bei Wasser-Pokémon ist ja Lucario ja eher so, sagen wir mal, meh mit dabei. Deswegen heute nur Schaufler. Oh, Bodyguard. Genauso schlimm wie Luftschild. Genauso schlimm wie Lichtschild. Jetzt kriegt's XP. Oh, wie süß. Nö. Finde ich nicht. Das ist das letzte Pokémon Go Plus. Oh, es hat sich disconnected nach einer Stunde. Ich werd bescheuert. Nach einer Stunde hat sich's disconnected. Es funktioniert. Das Kanimani ist weg. Scheiße. Na egal. 10 Sekunden habe ich noch. Komm. Eins kommt noch. Oh, Whirlpool. Ja. 2, 1. Schade. Ja, nun gut. Dann schalte ich mal ab. Moment, muss ich hier so ausmachen. Stopp. So. Ich mal nach, was für Pokémon ich so gefangen habe. Boah. Da ist kein Shiny dabei, sehe ich gerade. So, Luca, was machst du jetzt? Machen wir nochmal Schaufler. Baubi schlecht, Nidoran weiblich schlecht, Kramux schlecht, Schluckuck schlecht, Düsselgurt schlecht, Huthut schlecht, Nidoran männlich schlecht. Nein, 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 nein. Das war's? Vindiza war das letzte Pokémon? Wow. So, wie viel waren das jetzt? Was mal wissen. 15 Pokémon. Ja, gut reingehauen jetzt, ne? Nicht schlecht. Muss ich ehrlich zugeben. So, dann können wir uns jetzt wieder voll und ganz. Gut, also der Test zumindest live im Stream, den habt ihr jetzt auch mitgekriegt, bestanden. Ne?
Also es lag wirklich daran, diese Batterien hier zu kaufen. Diese hier, da guckst du, da diese Batterien hier. Ich mache ungern Werbung dafür, ne? Auch wenn es hieß, ich hätte sie schon vorgestern kriegen sollen. Ne? Aber es kam mal wieder alles anders. So. Na. Ah. Muss das sein? Mach aber mal kurz Folgendes. Und zwar nicht wechsle ich mal aus. Auch wenn Luca kurz vor Level 44 steht. Mammut setze ich nach vorne. Weil das ist hier besser aufgehoben. Es ist ein Wasser. Es ist ein Elektro-Pokémon. Und ja. Elektro-Pokémon? Wasser-Pokémon. Was heißt das? Genau. Es elektrisiert. Apropos Wasser. Oh, Azurill. Level 41. Von links ein Azumarill sein können. Da reicht ein Funkensprung. So. Oh, ist nur normal effektiv. Es ist Wasser normal, glaube ich, ne? Aber obwohl, ich weiß gar nicht, welchen Typ hat Azumarill. Azumarill. Ja. Ah, Azumarill. Sehr schön. Lol, Merrill hat aber gefehlt. Ja, da machen wir natürlich keinen Funkensprung. Als vollentwickelt ist Schockwelle direkt. Bam! Da ist sie schön elektrisierend. Schön elektrisierend. Schön am Brutzeln. What? Normalfee. Ach so, normal. Ja, stimmt. P gibt's hier noch nicht, Don Pedro. P gibt's hier noch nicht. Dann ist es nur normal. Fee gab es in dieser Gen noch gar nicht. Das ist Generation 4. Also wenn jetzt die Remakes rauskommen in 2 Wochen, dann ist das Azurill in dem Spiel normal Fee. Genau. Ja, ich wusste irgendwie, ich hatte es auch nicht mehr so im Kopf. So. Da müssen wir beide haben. Ja. So. Oh, ein Mann Trips. Nein, kein Mann mit Trip. So. Reicht ein Funkensprung, um es zu fangen? Die Antwort lautet nein. Habe ich recht? Ja. Weiß, ich hätte Knirscher machen können, aber ich glaube, nicht mal ein Knirscher hätte es überlebt. So. Haben wir noch irgendwie was Spannendes hier? Was zum Fangen? Ein paar Pokebälle. Was ist ein Angler? Der schwimmt gerne. Ich trainiere auch in einer Arena. Glaube nicht, dass das ein Spaziergang für dich wird. Nee, das wird ein schneller Lauf. Pedro! Ah! Madrids, guck mal! Ja, okay. Ja, Madrids ist doch die Vorentwicklung von... Warte mal, ich guck mal kurz. Also ich guck mal hin. Ich muss gerade ganz kurz gucken. Mantrips. Irgendwie wirklich so mit Mann mit Tripper. Doch, es kann sich zum Mantax entwickeln. Es doch. Ich habe komplett vergessen, weil es gibt. Ja. Es ist die Vorentwicklung von Mantax. Level up mit Remoraid im Team. Zucht mit. Ja. Das heißt, ich muss mir nur ein Remoraid fangen. Ein Level trainieren und schon ist es ein Mantax. Ich habe nicht gesehen, was es wird, aber egal. Oh, Remoraid, guck mal. Ja, wenn das Mantrips jetzt ein Level erreicht hätte, wäre es jetzt ein Mantax, ne? Leider jetzt nicht. Verkackt. Level 40 aber, ne? Warum von? 32, 36? Irgendwie sowas, ne? So.
333 XP für beide. Für Luca kriegt ja auch weiter noch. Oh, guck mal, Mantax. Zufälle gibt's. Ne? Zufälle gibt's, komm. Aber man sieht hier, dass lustigerweise, ne, jetzt stellt man sich die Frage, was hat ein Remoraid mit Mantax zu tun? In vielen Animes, beziehungsweise in vielen Zeichnungen von Pokémon zur zweiten Gen, hat man einen Mantax immer mit einem Remoraid gesehen. Das sieht man auch, glaube ich, in Gold, Silber und Kristall. Ne? Und ja. Deswegen ist diese, ist das drin. Warte mal, was haben wir hier? Oh, hier geht's nicht weiter. War irgendwie klar, ne? Da hinten ist noch einer, da ist noch einer. Was sagt die Uhr? Ich glaube, wenn wir Festland erreichen, dann mache ich Feierabend. So, vor dem Kampf tief durchatmen. Weil es ist schön, dass wir jetzt nochmal, zumindest heute hier in dieser Session, noch einen Doppelkampf haben. Doppelkampf. Bum, bum. Ne? Man muss bedenken, 6 gegen 6, ja, aber eigentlich 3. Ne? 3 gegen 6. Ne? So, was wird eingesetzt? Merrill und. Ja. Ja. Da haben wir Merrill, guck mal. So. Machen wir einfach mal. Mal gucken, was passiert. Ja, wenn ich jetzt eine Kampfattacke gegen ein Wasserflug-Pokémon einsetze, bringt es nicht viel. Weil vor allem nämlich Flug-Pokémon eher die Schwäche für Kampf-Pokémon sind. Aber Lucario ist ja auch noch Stahl. Ja. So, Aurasphäre. Bam! Das ist normal effektiv, klar. Weil Kampf und Merrill ist nur Wasser. Deswegen. So. Das heißt schon mal 2 weg. Kommen noch 4. Bäh. Oh, guck mal. Können wir ja tauschen. Zack. Und zack. So. Ich weiß, ich mag Morlord nicht. Morlord ist so glitschig. Morlord auch gern genannt Glitchy Flitchy. Er singt so hi. Morlord ist so der Patrick Star von Pokémon. Ist das eine Beleidigung oder ein Kompliment? Ich weiß es nicht. Ja, so, Aurasphäre. Und sie so, hi SpongeBob. Ich bin's, Morlord. Oh Gott, so bekloppt sein. What? Ja, okay, ist voll entwickelt, ne? Vorentwicklung ist ja für Lino. Ja, genau, es kommt darauf an, wie man es deutet, selbstverständlich. So, jetzt kommt noch Wingull. Also im grünen Abschluss, mein stärkstes Pokémon. Ja, komm. Hier machen wir mal. Reicht der Ruckzuck-Hieb? Ich weiß es nicht. Machen wir nochmal Aurasphäre. Es ist mir ein bisschen zu unheimlich. Ja. Ich mag aber Morlord seit dieser einen Pokémon-Folge nicht, wo Morlord den GS-Ball von Ash klaut. Weil es immer so was Glitzerndes, Funkelndes so sieht. Oh. Ja, also nicht so wie es jetzt. Oh. Sondern. Ja. Ich glaube, alle haben noch den Anime gesehen. Das war ja 3. Staffel oder so. Johto-Reisen. Ja. So, jetzt letztes Pokémon. Gibt es Level Up? Nein. Okay, jetzt kommt Pilipper. Das hätte ich eigentlich bei dem anderen Trainer erwartet. Gut, Schockwelle und hier machst du, ja, Aurasphäre sollte es daneben gehen. Was eher unwahrscheinlich ist, deswegen geht Aurasphäre in die Leere. Wie schön sich das anhört. Aurasphäre geht in die Leere. Ja, schön hätte es gepasst, wenn es jetzt wirklich nicht sehr effektiv wäre, aber dafür hätte das Pilipper mindestens noch 10 Level höher sein müssen. Und wer hat Level Up? Mammut hat Level Up. Sehr schön. Noch Level Up! 45, guck mal, Luca wäre jetzt fertig. Na, geht jetzt weiter, bis 50 hoch.
Boah, mein Traum ist noch nie ausgeträumt. Doch, ist es. Einatmen, ausatmen, ja. So. Noch ein wildes Pokémon. Wahrscheinlich ein Pilippa. Woher wusste ich das? So. Machen wir kurz den Prozess mit Donnerzahn. Was? So. Nochmal. Doch, gibt Abendessen. Gebratenes Vogel. Gebratenes Wasservogel. Gedünst, gekocht, was auch immer. So, 456 XP. Yo. Voll gelohnt. So, ich hoffe, das ist der letzte Trainer auf dieser Route. Und ich sehe ein Item, das hole ich mir noch. Ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ich bin jetzt ein Reisender. Ruben. Ruben der Reisende. Der reisende Ruben reist rum. Und der reisende Ruben reist mit rum. So. Wirkungslos, oi. Tolle Fähigkeit. Tolle Fähigkeit. Nom nom nom. Was anderes hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Donnerzahn eigentlich die stärkste Attacke von Luxion? Ich weiß ja nicht noch, ob es noch Donner lernt, ne? Ich weiß es halt nicht, ne? So, da will ich hin. Da komme ich gar nicht hin. Komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Oh, den Toxa, guck mal. Haben wir ja vorhin nicht schon gegen eins gekämpft. War komisch, bisher noch keinen Tentakel hier gesehen, ne? Hätte ruhig ein Tentakel Level 35 auftauchen können. Das wäre kein Problem gewesen, bin ich ganz ehrlich. Ne? Und okay. Donnerzahn vielleicht? Och je, och je. Dann nochmal Schockwelle. Gut, zu dem Item kommen wir dann beim nächsten Mal. Ich werde jetzt nicht danach suchen. Kein Nerv dafür. 512 XP. Jawohl. So. Ah, ist doch nicht der letzte Trainer. Nee, sind noch genug. Sind noch genug da. So, ich werde aber jetzt auch die wilden Pokémon mal einfach mal. Alter, Level 44. Was? Das könntest du ja fangen. Könnte ich, will ich aber nicht. So. What the fuck? Thaddäus. Guck mal, jetzt. Ich bin anscheinend über eine Route oder über einen bestimmten Punkt gegangen, ne? Oder? Ich will das mal sehen. Bin ich jetzt noch auf. Was? Es kann nicht geflüchtet werden. Ihr wollt es mir doch wohl fischen. Gescheitert. Ja, ich wollte eigentlich nach oben drücken. Barriere hasse ich genauso wie Lichtschild. Wow, es ging nicht nach. Hallo? Hier scheint mein Controller was zu haben. Keine Ahnung. Wow.
Jetzt ist es sogar noch schneller als mein Luxion, ne? Wenn es shiny gewesen wäre, hätte ich mich drum bemüht. Aber ich habe ja... Ne, hier habe ich noch den Meisterwald. Stimmt, in Hardgold habe ich den nicht mehr. Wer die Folge heute gesehen hat, weiß, von was ich rede. Guck mal, jetzt hätte ich es auch fangen können. Aber ich hab's schon. So. And now we'll go on to next round. 615 XP, beide. Buh. Ich habe mich entschieden. Kann ich dich bezwingen, gehe ich zur Pokémon-Liga. Okay. Was auch immer er gesagt hat. Oh, Bamelin. Ah, Bamelin und Bujelin wahrscheinlich. Ne, Bamelin und Bujelin. Was anderes wäre es nicht. Nee. Was anderes ist es nicht. Definitiv nicht. Ich nehme mich bei beiden Donnerzahn. Damit wir schon richtig kräftig reinbeißen. Richtig heftig Nam-Nam machen. Jawoll. So. Ja. Ist Bamelin, erwarte ich auch. So. Ah, Tentoxa, okay. War sich zu schade, noch ein Bamelin zu fangen und es zu entwickeln. Schade. Yo. Nice. So sieht's aus. 900 XP. Das sind 1800 für ein Pokémon gewesen. Das wird ja aufgeteilt, ne? Heißt ja nicht umsonst EP-Teiler. So, dann hätten wir noch eine Trainerin. Das ist die da unten. Pokémon können noch genug kommen. Und es ist immer ein Tentoxa jetzt, ne? Oh, jetzt 39. Okay. So, kann ich bitte... Danke, Tentoxa. Wow. Ey. Geht doch. Dein Pokémon ist nicht müde, obwohl es dich auf dem Rücken trägt. Lass mich sehen, wie stark dieses Pokémon ist, okay? Das, was mich trägt, das wird jetzt auch nicht kämpfen. Definitiv nicht. So. Ich lasse mich überraschen, was sie schickt. Wow. Ein Wingull. Wingull. Sehr, sehr schön. So, dann machen wir Schockwelle. Das reicht. Handy-Akku. Oh, ich muss noch Bluetooth ausschalten, merke ich gerade. So. Dann geht nämlich die Akkuzahl nach unten. So. Tschüss, Wingull. 280 XP, es ist nicht viel. So, dann müsste Gulking. Das ist aber auch mal eine lustige Kombination. Ja. Aber Gulking ist auch ein starkes Pokémon. Fantastisch. Das ist sehr gut. Sehr gut gemacht. Mammut. Fast Level 49. Guck mal, schon fast Level 50, ne? Mein Bedarf ist gedeckt. An was? So, und jetzt schnell... Ich hätte es Thaddeus nennen sollen. Da hätte ich einen Grund gehabt, immer gesagt, Thaddeus. Neutralisator oder Neutral... Gesundheit. So. Sehr effektiv. Reicht nicht für 49. Aber für Luca, Level 46. Ich glaube, Luca lernt auch nichts mehr, ne? Und... Really? Wie weit hab ich's noch? Gerade erstmal die Hälfte, ne?
du Schande. Aber hier ist ein Item. Eine Perle habe ich gefunden. Wir haben eine Perle gefunden. Gut, ich würde aber dann mal sagen, an dieser Stelle würde ich einen Cut machen. Nächste Woche machen wir dann weiter. Definitiv. Weil, um jetzt zu viel vorwegzunehmen, bis zum Release haben wir noch zwei Streams. Das wäre nämlich einmal nächste Woche und die Woche drauf, am 10. und am 17. Ne? Also, das wäre das und jenes. Deswegen würde ich dann auch natürlich sagen, dass wir dann da das nächste Mal weitermachen werden. Sollte es selbst darüber hinausgehen, also dann würde ich das dann auch da weitermachen, das wäre kein Problem. Also dann würde ich auch sagen, ja, von mir aus, dann geht's halt da weiter, das ist kein Problem. Dann machen wir das halt so, ne? So wäre das für uns alle gut, für mich vor allem, weil es ja noch ein bisschen mehr zu sehen gibt, als nur jetzt, sagen wir mal, die 8 Orden und die Pokémon-Liga. Aber ich habe ja auch noch, und das ist ja auch noch so die Sache, noch eine Revanche am Laufen mit dem Spiel, denn einerseits habe ich nämlich, als ich das Gamesplay nämlich damals gemacht habe, nämlich nicht die Dingens gemacht und so. Die Dingens gemacht und so heißt nämlich, ihr wisst schon, Pokémon-Liga. Falls ihr das sehen wollt, es gibt es nämlich auf dem Hauptkanal noch, damals noch auf dem Hauptkanal zu sehen. Also wer das sich angucken will, good luck, have fun und so. Und ja, das war es jetzt so gesehen vom heutigen Stream hier an diesem feinen Mittwochabend um jetzt 21:45 schon, denn ich werde jetzt Feierabend machen. Ja, es geht am Freitag weiter, selbstverständlich. Dann geht es nämlich hier weiter mit einem feinen, kleinen und feinen Watch-Party nämlich. Denn es wird weiter Knight Rider geguckt. Wir haben ja angefangen beim 12-Stunden-Stream mit der zweiten Staffel. Da werden wir am Freitag fortsetzen, weil davor ja noch um 19.50 Uhr, wie gesagt, Update ist. Geht es ja dann auch noch weiter um 19.50 Uhr mit Update. Und dann geht es dann am Sonntag weiter, dann mit Sims 4 und nächste Woche dann wieder regulär montags, mittwochs und freitags. Es wird im Übrigen bezüglich des Streams bis Jahresende noch eine Ankündigung geben, ich möchte schon mal sagen, nichts mit einem Stream am Ende des Jahres zu tun hat, sondern mit einem Stream, der was erstmal bis Mitte Dezember gehen wird. Ich verrate noch nicht so viel, werde es spätestens nächste Woche nämlich kriegen, denn die Woche drauf wird das nämlich dann schon soweit sein. Deswegen freut euch drauf, eventuell. Ich werde aber jetzt zu meinem Teil erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns am Freitag wieder und bis dahin erstmal euch alles Gute und bleibt gesund. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin, tschüss und macht's gut.